Hey und herzlich willkommen zum PS Plus Check. Dieses Mal gibt es im Januar auch, nicht nur im Januar, auch das ganze Jahr über ein PS Plus Check. Nicht nur Games of Gold, sondern auch PS Plus. Und hier geht's los mit PS4. Und den Anfang macht Hardware Rivals. An alle, die das Spiel noch nicht kennen, es ist kein älterer Titel, sondern die Beta für PS Plus User. 14 Jahre ist es nun her, da gab es Hardware Online Battle Arena, ein PS2-Spiel, bei dem sich schon Fahrzeuge mit Waffen gegenseitig wegblasten. Nun gibt's das Ganze mit PlayStation 4 Power im Januar. Er ist zurück, Manny Cavalera. Damals 98 überzeugte der Titel Grim Fandango schon viele PC-Spieler. Vor einem Jahr erschien das Remake auf der PlayStation 4 und Vita. Manny ist nämlich zwar tot, aber seinen Sprung ins Jenseits hat der Kerl leider nicht ganz richtig geschafft. Wie er es schafft, endgültig seinen Seelenfrieden zu finden und was einer Frau in dieser komplizierten und doch faszinierenden Geschichte zu tun hat, das könnt ihr bald selbst herausfinden. Und weiter geht's mit PS3. It's me, Mario! Hallo! Fuck, falsches Tape! Ja. 2009 war der Auftakt von BioWares Spielereihe Dragon Age. Eigentlich versprachen sich die Entwickler damals gar nicht so viel, aber irgendwie wurde das Rollenspiel immer beliebter. Ihr erstellt euch euren eigenen Helden komplett selbst und streift mit ihm durch die Welt Edas. Wer viel Zeit hat, der kann sich mal hier reintrauen. Und nun kommen wir zu einer Reihe, die früher besser war als Call of Duty, und zwar Medal of Honor. Weil damals gab's noch kein Call of Duty. Und statt geil ist Medal of Honor Warfighter leider halt nur ein Standard-Shooter. Wer wirklich sich überall schon durchgeballert hat, der kann hier einsteigen, alle anderen zocken lieber was Besseres. Und zu guter Letzt die Vita. The Void must be won. Nihilumbra, so lautet der Titel des folgenden Rätselspiels. Es ist gar nicht so lang und wahrscheinlich ist das auch der größte Kritikpunkt an dem Spiel, aber das wird ja durch PS Plus ausgehebelt. Ihr verändert die Beschichtung des Bodens und führt somit die Spielfigur durch die verschiedenen Levels. Für alle Vita-Besitzer ist diesmal wieder ein Grund, ihr Gerät anzuschalten. Legends of War Pattern. Naja, vergesst es lieber. Inhaltlich mag es vielleicht schon Nachhilfe geben in Geschichte, aber spielerisch gibt es da bessere Sachen. Naja. Das waren nun alle Games für diesen Monat im PS Plus. Nächsten Monat geht's weiter. Tschüss. Danke sehr. Abo her. Like. Ihr wisst schon was. Ciao.